Bis heute war ich nicht Raucher. Mein Gott, wie lange dauert das denn, bis man eine Zigarette zu Ende geraucht hat? Ich will diese ganze Stange hier in einer Stunde zu Ende rauchen, sonst bringt das ja nichts. Elsbeth hat natürlich mal wieder kein Verständnis für mich. Mach, dass du rauskommst, ich dulde keinen Nikotingestank in meiner Wohnung. Die Gardinen werden davon braun. Verklagen will sie mich, wenn ich zu Hause rauche. Wegen Gesundheitsgefährdung durch passives Mitrauchen. Aber wie soll denn der Staat auf die Beine kommen, wenn alle nur feige an ihre eigene Gesundheit denken? Hallo, junge Frau. Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten? Wie bitte? Gehen Sie weg mit dem Zeug oder soll ich etwa Krebs kriegen? Wir müssen wieder viel mehr rauchen. Wieso denn das? Er hat doch die Tabaksteuer extra erhöht, damit die Leute sich das Rauchen abgewöhnen. Ja, das hat er gesagt, aber das hat er doch nicht gemeint. Es geht um Deutschland. Wir müssen wieder viel mehr rauchen. Wir Deutschland, wir dürfen doch unser Vaterland nicht im Stich lassen. Lesen Sie, Rauchen kann tödlich sein. Sie wollen mich wohl umbringen. Rauchen kann tödlich sein. Ja, aber damit meinen die doch tödlich für den Finanzminister, wenn die Leute nicht mehr rauchen. Wer sein Vaterland liebt, darf doch den Tod nicht fürchten, der mit dem Rauchen aufhört. Nur weil es tödlich ist, der ist ein Vaterlandsverräter. Hallo, Alter. Na, bist du am Ersticken? Kann ich dir helfen? Ja, bitte. Hilf mir beim Rauchen. Ich muss die ganze Stange noch zu Ende rauchen. Kein Problem, Onkel. Gib mal her deine Sargnägel. Siehst du wohl, schon alle aufgeraucht. Ja, natürlich. So hat unsere Regierung das gemeint. Ganz viele Zigaretten kaufen und alle gleich wegwerfen. Dann bleibst du gesund und dein Vaterland auch.